Ja, und damit ein Willkommen zur letzten Map auf jeden Fall am heutigen Abend. DE Train, Nostalgie gegen Navi ist dieses Matchup. Und wir haben hier die Knife Round, die also die Seitenwahl darstellt hier im CS. Und da. Ja. Das sieht jetzt zwar nicht allzu gut aus, er kann sogar noch einen Frag ziehen. Aber dann war Schluss. Dann waren Senja und Starix zu stark und wie es üblich ist, startet man Trainer doch lieber auf der CT-Seite. Und ja, Nostalgie muss also vorlegen. Da kann ich auch gleich nochmal das Overlay anpassen an der Gelegenheit. Das steht jetzt immerhin 1:1. Gut. Und dann ist, denke ich mal, auch alles bereit. Go, 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 go. Die LHF, let's go. Schneller A-Take hier von Nostalgie. Ist auch der einfachste Spot eigentlich, den man schon fast in der Pistole haben kann. Tour und Tour aber jetzt. Und Neo ist angesagt. Wurde von Senja geholt. Da fehlt dann nur noch der Diffuse. Markelov hat ein Dev-Kit. Also alles eine Routine-Sache. Und damit geht die Pistole also an das Team von Natus Vincere. An Navi. Die jetzt also, ja, eine auf jeden Fall. Eine Anti-Eco spielen werden. Neo hat sich eine Smoke geholt. Vielleicht wollen sie da noch, auch noch was machen, um ein bisschen Geld abzugrasen. Edward ziemlich schnell an der Leiter. Das haben wir ja gesehen gehabt, dass das helfen kann gegen diese hyperaggressiven Spielstile, zum Beispiel von Ride Your World, dass man da einen hierhin abstellt und einen zumindest zur T-Mitte noch zur Sicherung hinstellt. Da hat man ziemlich viel Sicherheit. Und dennoch, der Pop-Duck-Spieler kann gut gegen die T-Mitte agieren. Das war ziemlich absehbar. Man muss auch normalerweise Overdrive direkt wieder hoch. Da darf er nicht ganz runter. Auch Neo nicht mit viel Chancen da an der Stelle. Da steht Navi. Hier eine Bank auf Train. 2:0. Keine einzige Waffe verloren. Drei Spieler noch nicht mal einen Hitpoint. Und Markelov sofort natürlich die AWP jetzt. Auf Train also spielt er sie noch. Aber auf Kenny S Seite, kein Geld da. Da spielen sie also mit 5er Cast vorerst. Und das ist natürlich das Problem, wenn man so eine AWP wie Kenny jetzt nicht so ins Spiel bekommt und ihm jetzt noch keine AWP in die Hand drücken kann. Eigentlich sein Lieblingsgerät. Das ist ja, als würde so ein Baby einen Schnuller klauen und dann erwarten, dass er nicht heult. Das ist so ein bisschen, ja, Pech dann für ihn. Ja, da ist er wieder First Track gewesen. Aber Apex, ja, kann er zumindest beide Fracks da holen. Eine Überzahl schafft jetzt. Eigentlich müsste Overdrive dringend die T-Mitte raus. Da kann jetzt nicht allzu viel stehen, vor allem weil auch Neo und Tars schon draußen sind. Aber die müssen die Bombe noch holen. 3 gegen 3. Und Navi macht den Frag gegen Tars. Und das sah sehr gut aus, jetzt sieht es wieder nicht so gut aus. Overdrive 15 HP. Der muss auf jeden Fall hoffen, dass Apex ja einholen kann. Den kann er holen. Und jetzt kommt er über Efeu nach. Was war das für ein Klick von Apex? Klick! Und weg war er wieder. Das ist wie diese mythischen kleinen Heinzelmännchen oder so, die dann über Nacht da sind und innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde so alles erledigen. So sah das gerade eben wirklich aus. I did. Oh, noch so ein One-Click in den Kopf. Also da, ja, da hat Apex gerade eben mal die Runde dick gerettet hier. Damit, ja, erste Equip geht also an Nostalgie. Wer hätte es gedacht? Da hätten normalerweise im Chat mindestens 20 Leute geschrieben, ich hätte das gedacht, ich ganz klar. Wie immer. Aber, ja, schön gespielt auf jeden Fall von Apex. Die Klicks sind auch jeder seine
ja, sein Eintrittsgeld kann ich ja nicht sagen, ist ja kein Eintrittsgeld hier, aber jeder seine Viewzeit wert. Und spar jetzt bei Navi. Vielleicht ist es eigentlich eher suboptimal, prinzipiell. Apex, ja, steht wieder hier. Da müssen sie jetzt eigentlich auch den Argo machen, vor allem jetzt Kenny S. Konnte da, ich glaube, an der 5 einen Frag ziehen. Noch einen an der 5. Direkt sogar Onspot war das. Und Sos und Markelov, die dürften jetzt auch nicht allzu viel Land hier sehen. Sos hat noch eine Deagle. Die hilft ihm auch nicht viel. Kenny mit 3 Frags diese Runde. Vielleicht ein kleiner Aufbau für ihn. Für den keine einzige Waffe. Das heißt auch wahrscheinlich, dass Kenny die Waffe nicht abgeben wird. Senja mit Farmers und Zeus mit... Nein, Markelov mit AWP. Wurde mal schnell getauscht. Also Markelov ohne Equipment, ohne Kevlar, ohne Helm, aber mit AWP. Nur den Ausgang von T-Mitte ab. Das noch ein bisschen Lärm gemacht, damit wir auch alle wach bleiben. Ja, schon ziemlich weit. Aber da steht Markelov jetzt mit der AWP. Da gibt es eigentlich eine bessere Idee für Neo, die ist natürlich das Weite zu suchen. Dann kommt das Neo nicht mal an Fake zu gehen. So ist der Fake halt schon ziemlich durchsichtig. Jetzt soll es wieder gesplittet auf A drauf von allen drei Seiten. Aber Apex wurde hier aber richtig, sag ich mal, umnetzt hier wie ein Diamant. Da darf keiner durch. Auch nicht Apex nach außen. Wird auch geholt, aber... Oh, Markelov verschießt. Haben wir da. Kommen sie trotzdem gut on spot. Markelov schießt nochmal. Jetzt trifft er. 2 gegen 2. Trinken Frag jetzt, genau, damit Markelov weiter mit AWP effektiv bleiben kann. Jetzt können sie beide hier Task pushen und der fällt auch. Und da kann auf jeden Fall Markelov auch noch just in time diffusen. Das bedeutet 3 zu 2, 2 zu 3, Nostalgie, trotz gelegter Bombe, nicht erfolgreich, aber genug Geld theoretisch für eine AWP. Und ich schnapp dich Kenny S jetzt auch. Schauen wir mal, wo er mit der AWP hingehen wird. Geht tatsächlich die Mitte. Und da steht auch Markelov. Die Nate ist auch gut. Die trifft Markelov sogar. Aber Edward einfach mit der M4 bratzt er dann die AWP weg. Und da ist kein Durchkommen gerade für Nostalgie. Steht Navi ziemlich weit auseinander. Nicht so eng wie davor. Als sie da zu dritt ziemlich nah vom KG standen. Sind jetzt viel breiter und gegebenenfalls kann Overdrive sogar noch B legen, aber ich glaube nicht, dass er weiß, dass er so viel Zeit und Platz hat. Das ist jetzt ziemlich schwer für ihn, noch irgendwas zu holen. 4 zu 2 damit für Navi. Und ja. Gerade eben standen nämlich Navi hier auf, ich glaube, hier einer und hier einer. Ah ne, der stand da. Der stand hier oben. Wo es ziemlich eng war. Hier war Einsicht, hier war auch Einsicht. Dann war hier noch Apex auch noch gefährlich gewesen. Diesmal hat das Navi besser gelöst. Die standen viel weiter auseinander. Und sind dadurch nicht so einfach, ja, im Set zu holen. Gleichzeitig aber können sie mit gutem Positioning natürlich trotzdem ihre Refrag-Quote ungefähr gleich halten. Und das hat sich bewahrheitet. Und durch diesen, ja, Frag gibt es jetzt Überzahl. Nein, keine Überzahl mehr. Senja sorgt da wieder für die Gleichzahl und dafür ist er eigentlich wunderbar da, aber Apex mit dieser Deagle,
Das ist wirklich nicht normal. Das ist wirklich wie eine kleine AWP in seinen Händen. Hat natürlich kein Kevlar, keine Rüstung, aber sieht trotzdem nicht gut für ihn aus. Die Bombe dürfte noch gelegt werden können. Neo gegen 3, Bombe geht runter. Und das war eigentlich das Beste, was er noch erreichen konnte. Das gibt gutes Geld. Es müssten jetzt 4 verlorene Runden sein. 2900 plus 800 gelegte Bombe. Also ja, das reicht auf jeden Fall dicke. Kenny. Nochmal AWP. Geht hier Kenny wohl zur großen Rampe. Keiner. Jetzt gleich wird er Besuch kriegen. Ja, Makelov macht da den Frag. Hat auch Kenny erst eine ziemlich schwierige Position gewählt, da große Rampe rauszugehen. Also wenn er große Rampe abzielt, ist okay, aber dass er da wirklich ganz rausgeht, ist halt wirklich sowas von risky. So, Apex wieder erfolgreich gegen Senja. Müssen wir vielleicht überlegen, ob die Senja nicht umstellen. Weil er im Moment nicht allzu viele Chancen gegen Apex hat. A-Spot 4 gegen 3. Und der A-Spot ist ja nicht ganz eingenommen eigentlich. Da sind wieder Lücken drinne. Aber Zeus kann daraus nicht kein Profit schlagen. Und die AWP nehmen sie sich gleich wieder mit. Die kriegt wahrscheinlich wieder Kenny. Und Apex hat selber auch wohl genug zum Kaufen. Gutes Money Management auf jeden Fall im Moment bei Nostalgie. Senja steht wieder hier, aber ich glaube wirklich nur mit Duals. Ja. Aber auch eine Flash und eine Nate, ja. Und da ist jetzt Nostalgie ein bisschen passiver. Auch mal gut, mal das Tempo ein bisschen zu verändern. Ob es erfolgreich ist oder nicht, werden wir jetzt gleich sehen. Oh, Neo warte ganz weit hinten. Apex gegen 2 dort. AWP verschießt. Senja ist anscheinend todesweiß. Kam die Flash vielleicht von Neo? Das kann sein, dass die Flash von Neo noch kam. Von Team Mitte aus in die Richtung. Weiß ich leider nicht genau. Kann auch von ganz woanders kommen. Vielleicht war es von der Team Flash. Ich weiß es nicht. Aber die hat schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube bei Senja. Der hat da nichts mehr gesehen. Und Edward alleine gegen 4. Bombe ist auf dem Weg nach B. Diese Waffe wird schwer durchzubringen. Und Kenny ja noch ein bisschen Aufbau jetzt für ihn. 11 zu 7 schon etwas besser als auf den vorherigen Maps. Ah, sieht so aus, als würden Kenny und Apex überhaupt nicht die Bombe benutzen. Die nehmen anscheinend immer die Polen oder Overdrive. Weil sie haben jetzt bisher nur Punkte für ihre Kills gekriegt, aber nicht für gelegte Bomben oder ähnliches. Neo hat da schon, hat 8 Punkte für die Kills und dann noch, ja, 9 weitere. Und Apex wieder gegen Senja erfolgreich, da müssen sie einfach mal umstellen. Und jetzt wichtiger Supporter vom Popdog und Zeus pusht jetzt hier schon Richtung Leiter. Da kommt er wohl auch ungehört hin. Aber nicht ungesehen. Das sorgt für 5 zu 5. Wieder Ausgleich bei diesen beiden Teams. Und ja, Nostalgie, wir haben es gesagt. Also, T haben wir jetzt eine sehr starke Leistung auf Inferno Ende gesehen gehabt. Die war dann wiederum gegen Navi ziemlich schlecht. Beziehungsweise war einfach Navi auf ihrer T-Seite sehr, sehr, auf ihrer T-Seite ziemlich stark. Auf
ihrer CT-Seite. Und jetzt sehen wir das auf Train ein bisschen anders. Und auf der Gedi ein bisschen. Was ist jetzt los? Pause! Ja, die Nostalgie, die ein bisschen ja, unsicher gewirkt haben, die sind jetzt auf Train wieder ein bisschen in Fahrt gekommen. Allen voran Kenny S und Apex jetzt auch wieder. Der war aber die ganze Zeit relativ gut unterwegs. Und wie gesagt, ich denke eigentlich, Senja an dieser Position sollte nicht mehr so stehen. Auf jeden Fall sollte er auf jeden Fall hinter diesem Bereich stehen. Entweder hier hinter der Kiste nur supporten. Wenn Starlix sowieso hier das Dach macht, das ist kein Problem. Kann auch hier theoretisch nur up-aimen. Aber dass er jetzt vorgeht, da hat er jetzt schon so oft das Aim-Duell gewonnen. Selbst wenn er es einmal gewinnt und viermal verliert, dann hilft es ihm jetzt auch nicht sehr viel. Also denke ich, vielleicht wäre es gut, Senja umzustellen. Möglichkeit wäre, ihn halt zum Beispiel hier auf die Züge zu stellen. Dass dann Starlix das macht zum Beispiel. Oder eben, dass Senja sich ein bisschen woanders hinstellt. Aber ich glaube, in dem Bereich hier wirklich, das ist alles, das ist tote Zone für ihn. Da sollte er ganz weit wegbleiben. Das ist... Pfui. Da sollte man eigentlich nicht hin, wenn man jetzt Senja wäre. Und beim Rest, ja. Können wir vielleicht mal nächste Runde schauen, wie Navi eigentlich insgesamt ihren Aufbau spielt, ob sie da schnell schieben. Weil Makarov ist ja zum Beispiel jetzt am A-Spot. Ich denke mal, Zeus hat keinen Contact gehabt, ob dann eben Makarov A-On-Spot geht und dann eben erst nur bei Contact wieder zu B zurückgeht oder ob er jetzt gerade eben einfach nur aus Zeitgründen noch nicht wirklich dazu kam, zum B-Spot zu schieben. Denn im Moment ist Zeus allein und das sollte nicht der erstrebenswerte Zustand sein. Da zu dritt auf dem A und dann Zeus allein auf dem B, da kann er mit einer Smog so gut wie komplett aus dem Spiel genommen werden. Tja, dann nochmal zur Erinnerung, wenn ihr was jetzt nicht mitbekommen habt, sei es das Halbfinalspiel zum Beispiel, habt ihr nicht mitbekommen, oder ihr habt ein Viertelfinalspiel nicht mitbekommen, oder ihr habt ein Gruppenspiel gestern nicht mitbekommen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit auf 99 Damage das alles nachzuschauen, da erinnere ich euch auch nachher nochmal dran, denn da gibt es ein paar Matches, die werde ich auf jeden Fall nochmal anschauen. Und die würde ich dann auch ja, empfehlen, euch vielleicht mal anzuschauen, wenn ihr sie nicht gesehen habt, die auf jeden Fall sehenswert sind. Da werde ich mir noch einen kleinen Reminder hoffentlich hier irgendwo hin machen. Schreibe ich mir jetzt hier hin. VODs. Also, das ist markiert, das werden wir nachher nochmal besprechen. Lassen wir uns da nochmal drüber reden. Und ja, dann können wir direkt wieder ins Ingame-Fenster gehen. Da tut sich zwar nichts, aber... Wir möchten ja keine Sekunde hier verpassen. Never miss a beat, wie es so schön heißt. Wenn es dann hoffentlich gleich weitergeht, dass wir da keine Probleme haben. Ja, vielleicht sehen ja aus Frust hier mal wieder gegen den Rechner getreten und die halbe Arena und das halbe Einkaufszentrum da lahmgelegt. Das kann natürlich sein. Und wenn das jetzt wirklich... Ich glaube, ich denke eigentlich, hier müsste noch eine Smoke sein. Die ist wahrscheinlich einfach raus. Dann... Ja, also hier ist die Smoke. Die steht auf jeden Fall noch da. Also das heißt auch, dass Senja da kein easy Umholz... da machen kann, sondern da wird gleich nochmal richtig viel Dampf gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen Steam. Und dann, ja, könnte es sein, dass Senja sich nochmal da die Zähne ausbeißt. Wie gesagt, er hat am Anfang wacker gestanden gehabt, jetzt in den letzten Runden scheint sich da Apex gut angepasst zu haben. Deshalb, ja, vielleicht mal umstellen. In der nächsten Möglichkeit vielleicht sogar die AWP hinstellen, das ist ja, wäre wahrscheinlich auch nicht so gut, dass da wäre der Verschiebweg viel zu lang für ihn nach B. Aber ja, also Senja da stehen zu lassen, wäre vielleicht nicht das allerbeste. So, jetzt ist die Smoke anscheinend weg, aber wir sehen die nicht. Also hier ist wahrscheinlich noch eine Smoke.
Vielleicht, wenn ich woanders hingehe. Nein. Das ist natürlich ein bisschen ablenkend, also wenn da alle Smokes weg sind. Avex und Kenny machen jetzt hier anscheinend ein bisschen Stress. Weiß nicht, ob sie dann über den Telefon nach hinten gehen wollen. Diesmal ist er ja erfolgreich. Das heißt, der B ist jetzt gefragt. Kann noch überleben einige Zeit. Kann sogar noch einen Frag ziehen. Hätte er eigentlich nicht machen dürfen. Aus Sicht von Nostalgie. Bombe wird gelegt und Neo steht ziemlich aggressiv. Das kann sich auszahlen. Wenn er da nicht direkt gecheckt wird. Das wird er nicht. Kann einen aber nur machen. Die Nades ist aber auch nochmal gut. Kenny. Ja, keine allzu miese Position. Aber ich glaube, da hat Starks gut geboostet. Trotzdem Frag von Kenny. Ah, das hat Kenny hundertprozentig gehört. Das heißt, dass diese Runde auch an Nostalgie geht. Also Führung jetzt sogar auf der T-Seite. 6 zu 5. So, war wohl irgendwas wieder mal mit Overdrive. Vielleicht war da wieder FPS-Drops oder ähnliches. Dafür gibt es jetzt wohl ein bisschen Surferei. So, auch sieht einfach wunderschön aus. Vor allem, wie er halt springt, ohne einen einzigen Muskel zu bewegen. Wow! Boah, und da steht gleich noch einer. Parallel aber wird auch der Baseball angegangen. Das ist eine Eco. Boah, und wer steht da oben? Das ist Edward. Er wurde geboostet. Kann da keinen Frag ziehen. Markelov, letzter Mann. Und Kenny hat wenig HP. Er sollte vielleicht eher auf Nummer sicher gehen. Ja, Neo mit AD vom Feinsten. 7 zu 5 Nostalgie. Und sie waren ja, ich habe es ja schon fast aus dem Turnier geschrieben gehabt. Und jetzt räumen sie hier richtig hart auf Train auf. Shame on me. Das habe ich ja vorhin, das habe ich ja... Habe ich schon mal falsch gecallt gehabt. Ich glaube sogar heute. Also vielleicht bin ich da in Zukunft besser ganz, ganz ruhig. Kann ich nur verlieren. So, Apex jetzt wieder gegen Senja. Und Senja holt das Duell. Das Break also diesmal für Navi. Mal schauen, ob sie das ausnutzen können. So, jetzt hat die Autosniper an der Stelle und da, ja, Autosniper Imba. Wäre interessant dann zu sehen, ob sich das Nostalgie merkt, ob sie sich dann auch einen Autosniper da hinstellen. Weil die ist halt wirklich ziemlich heftig an der Stelle. Okay, er ist ein Frag, zieht er, aber danach wird er gepusht. Ja, das kann man jetzt nicht viel mehr holen. Da ist nochmal ein bisschen geklickt. Da konnte er den Schatten sehen von Starix. 2 gegen 2 wieder. Der hat die Bombe. Er hockt sich noch nicht mal hin. Was ist das denn? Er hockt sich noch nicht mal hin. So, jetzt mit der Autosniper einfaches Spiel. Overdrive gegen 2. Das hatten wir schon mal. Ja. Dann ist Schluss, Markelov. Nach der letzten Frag der Runde. So, es darf diffusen. 6 zu 7. 2 Runden noch zu spielen. Und das Geld reicht auf jeden Fall für Nostalgie. Ob das für Navi reicht, hängt davon ab, wie viele jetzt nachkaufen müssen und wie viel sie nachkaufen müssen. Ja. Ja. Also. Navi könnte dann nicht voll kaufen, wenn sie die Runde verlieren. Smoke liegt eigentlich nicht gut. Der könnte Zeiss, glaube ich, gleich nochmal facen. Und das tut er auch. Oh, aber wird geholt von Neo. Schöner Shot von ihm. Oh. Markelov verschießt gegen einen Gegner, den er nicht mal irgendwie bemerkt hat. Auch nicht alle Tage. Vielleicht hat er sich dadurch den Frag ein bisschen beeindrucken lassen.
Oh, da Nostalgie guckt einfach voll in die falsche Richtung. Der wäre eigentlich gut aufgehen können, der ganze Go. Ja, aber dann zweimal falsch geguckt. Und ist A down. 40 Sekunden hat Kenny noch. Oh, Navi spielt jetzt ganz safe. Boah, was ist jetzt los? Einen holt er. Also, machen wir mal X-Ray aus. Nein. Reicht nicht. Markelov, besserer Schimmler. Damit 7:7 in der letzten Runde. Der Halbzeit geht es also auch wirklich um die Halbzeitführung auf Train. Wer hätte das gedacht? Vor allem, wenn Nostalgie auf der T-Seite ist. Und Markov kriegt einen Fußhit. Kenny S. nun unsauberen durch die Wand und Kenny S. holt ihn dann mit einer Nate. Dann, ja, ein rascher Vorteil für Nostalgie. Und Senja scheint sich doch ein bisschen besser darauf einzustellen. Auf jeden Fall, die Nate kriegt mal auch gut gezogen und die war eigentlich ziemlich geplant, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob er weiß, dass jetzt Kenny da steht. Wenn er noch einmal reinfaced, dann sieht es richtig schön aus. Nee, doch nicht. Aber da ist schon ein bisschen Panik gewesen. Zumindest bei, ich glaube, Edward war das. Der hätte nicht gedacht, dass da noch die AWP steht. Obwohl er selber eine hat. Und Tars jetzt hier Popdog. Hat sogar zwei Frags gemacht. Und einer an seinem eigenen. Neo hat er noch erwischt. Edward gegen drei. Er schießt dann gegen Apex. Der war, oh, jetzt durfte er doch noch gegen Apex. Oh, dann gegen ES. Dann ist Schluss. Halbzeitführung für Nostalgie auf der E-Train als CT. Interessant, interessant. Tja, und die zweite Halbzeit geht also mit einer Nostalgie-Führung los. Und ja, Navi braucht jetzt unter allen Umständen diese Pistole. Ist ein schneller B oder wird das ein späterer? Neo steht hier und wartet wahrscheinlich nur auf Contact, weil ja, in der Pistol die Nate zu werfen, da bin ich sowieso nicht der Freund von. Die Nate kann richtig viel Damage anrichten gegen kevlarlose Spieler. Wenn sie gut kommt, macht sie 70, 80 Schaden. Da sollte man sie nicht einfach ja so auf gut Glück werfen. Dinette war jetzt wichtig, weil er flashed war. Jetzt bekommt der Go aber. Und da sind vier jetzt gleich schon on spot. Drei sind auf jeden Fall on spot. Bombe ist down. Außerdem wird nachgepusht. Overdrive kann gute Nate werfen. Und das sieht nicht gut aus für Navi. Jetzt sind sie voll im Kreuzfeuer. Starlings 2 HP. Edward kann zwar noch Overdrive holen, aber der hat auch einen guten Schaden angerichtet. Ja, als er da muss. Aber Apex holt sich Starlings und dann, ja, Edward Last Man Standing gegen 2. Und 10 Sekunden hat er nur noch. Da kann Tars eigentlich saven. Also safe weggehen, anstatt dann nochmal hinzugehen. Irgendeinen richtig doofen Shot, vielleicht fällt er da noch. Aber, ja, 9:7, Pistol also auch für Nostalgie. Und ich sag jetzt nichts, was das für ein Indikator ist, weil sonst kommt eben eh wieder genau das Gegenteil. Da habe ich auch keine Lust drauf, immer wieder der letzte Idiot dazustehen. Deshalb, ja, lass ich es lieber sein. Und wir schauen jetzt, wie die Navi ja mindestens eine Sparrunde auf jeden Fall spielen wird.
Bonusampe geht raus. Aber, naja. Bombe kann nicht gelegt werden. Das wäre auch ziemlich bitter gewesen für Nostalgie, hätten sie das zugelassen. Denn da war wirklich alles zu, da waren alle Schotten dicht. Also 10 zu 7 und Navi wird wahrscheinlich nochmal sparen. Ein paar neue Pistolen dazu mal geholt in die Sammlung, aber voll gekauft wurde da nicht. Och, sorry, First Frag hier an der 6. Aber dann pusht Taz nach und Kenny war ja wahrscheinlich sowieso wieder ohne, sag ich mal, ohne Maschinenpistole oder Maschinengewehr unterwegs. Er spart höchstwahrscheinlich auf seine AWE. Und Taz könnte gleich Kontakt gegen Senja kriegen. Er steht genau an der gleichen Stelle, wie er auch als CT stand. Boah. Taz auch nicht. Faced, während er reloadet. Ja, Mann. Da macht sogar Taz noch einen und den letzten auch noch. Ja, da war es ein bisschen Pech natürlich, dass sie da diesen Go nicht gut aufbauen konnten. Natürlich eben dieser Bereich muss eingenommen sein, wenn man einen guten Split darüber spielen will. Also das hier. Bis hierhin soll man auf jeden Fall gekommen sein, dass man dann einfach raus kann. Wenn dann Senja irgendwo hier hinten steht, dann kann Taz auch nochmal weggucken. Er guckt kurz, da ist keiner. Okay, dann gucke ich 2 Sekunden dahin. Okay, mache ich den Frag, gehe ich hin und mache auch noch den Frag. Da ist dann kein großer Unterschied. Und jetzt, ja, vielleicht sollten sie mal Write Your Word Style anfangen. Einfach mal Team mit rausdüsen und Bombe legen und Runde gewinnen. Edward schon mal mit einem Frag und ist on spot, aber Bombe ist nicht dabei. Die Bombe hat Starix, der kommt schon noch. Und ja, in die Mitte kommt hier Neo. Der hat von Senja im Sprung geholt. Das könnte die Tierrunde werden. Das müsste sie eigentlich auch werden. So, da ist der AWP. Wollen Sie sie nochmal handeln? Das sieht nicht ganz danach aus. Ja, ganz normal saven. Overdrive muss auch langsam mal von da zurück. Und ja, damit 11 zu 8 nur noch. Aber genug Geld bei Nostalgie für eine weitere Runde. Das hat Apex. Kriegt da die M4, die da vorne liegt, okay. Kill off. Kommt nicht Kenny zu sehen, oder? Kommt der nochmal? Oh, aber verschießt! Das war wirklich knapp. Bombe ist vor der Leiter down. Aber 3 Spieler noch von Navi direkt vorm T-Spawn. Also ich spiele das jetzt ganz, ganz, ganz langsam. Und werden dann wahrscheinlich gleich irgendwo wirklich draufstürmen. Und das macht keinen Sinn. Apex hat währenddessen schon T-Mitte ausgeschlossen. Das ist halt die absolute, ja, Read-Position jetzt. Wenn T-Mitte keiner steht, dann kann es eigentlich nur B werden. Da schieben auch gerade alle rüber. So, Starix steht hier noch. Kann ihn holen. Ja, da ist jetzt von hinten auch viel Action. Apex mit dem zweiten. Senja jetzt alleine gegen 4 und er wird auch geholt. Apex. Ja, T-Mitte, absoluter Jackpot hier. Denn ja, T-Mitte, dann kannst du auch noch hier hinschauen. Hast du hier alle Sicht der Welt. Dann kannst du diesen ganzen Bereich kann man absolut ausschließen mit einem einzigen Go. Und was bleibt übrig? Ein einziger Spot, da gehen alle drauf. Was theoretisch noch möglich wäre, ist natürlich die Pop-Dog raus, aber zu viert oder zu fünft ist das absolute Selbstmord normalerweise.
Deswegen, ja, blieb da nichts anderes übrig als ein B-Gau und dieser B-Gau wurde geredet und wurde dann auch bestraft. Neo wird er noch geholt. Nochmal ein Teil der Smoke wohl. Hier ist er ja sichtbar. Aber es wird sehr viel Dauerfeuer und Gelaufe hier. Was man eigentlich abstellen wollte hier in CSGO. Oder vielleicht liegt es auch am Server. Hehe. Auf einer LAN. Ja, Navi Fighting. Navi Fighting. 4 zu 2. In der zweiten Halbzeit. G-Sicherheitshalber zugesmoked. Die Noises werden natürlich gehört werden. Und Neo pusht sich sogar ein Stückchen weiter nach vorne. Die jetzt dürfte eigentlich gut sitzen. Nur einer. Große Rampe. Und Overdrive zieht rum, kann aber keinen Frag setzen. Und jetzt muss schneller Bego eigentlich aus Navis Sicht kommen. Den bringen sie aber nicht. Sie wollen anscheinend doch wieder A gehen. Oder gehen sie ganz zurück? Sie machen den Frag auf B und gehen ganz zurück. Das verstehen. Und jetzt Apex steht hier für Team mit The Good, Taz, Popdog und jetzt wird wahrscheinlich dann auch Kenny S irgendwann rüberschieben. Obwohl, eigentlich können sie sich nicht erlauben. Kenny S müsste eigentlich sogar auf B bleiben. So, aber jetzt kann Apex einen A ansagen. Apex einen und da kann er noch was Zweites ansagen. Simoni alle bei Apex, aber er kommt noch weg mit dem Leben. Jetzt stirbt Neo am B. Kleine Rampe da. Boah, netter Frag von Kenny S. Die Nate wird auch nochmal gut Paradin hitten. Aber anscheinend weiß er nicht, dass Edward da schon gut stand. Edward. Und jetzt auch Zeus. Und jetzt Taz gegen 2 und er hat kein Dev-Kit. Den ersten machen. Aber dann ist Edward zur Stelle. 10 zu 12. Und jetzt beginnt es dann doch ein kleines bisschen heißer hier im Raum zu werden. Die Spannung ein kleines bisschen drückender. 12 zu 10 und ja, eigentlich Nostalgie hat gut vorgelegt. Und jetzt kämpft sich Navi auch auf dieser T-Seite zurück. Und das, ja, das wollen wir, denke ich, mal auch alle sehen. Wunderschöne Spannung jetzt hier. Ah, Fake auf jeden Fall, Neo. Keine Chance, wird überrannt. Ja, ist schon. Taz da. Durch die Eco geht einfach mal Banzai-mäßig raus. Und holt sich eine Waffe. Und ja, Kenny S Overdrive und Apex, da haben wir ihn. Mal schauen, ob sie noch in eine Waffe kommen. Die Runde sollte aber sicher an Navi gehen. Also, 11. Runde für Navi. Und die kann richtig gut aufbauen, denn das war ein simpler Fake und der ist voll aufgegangen. Dann schauen wir mal, ob sie noch sowas dann in der nächsten Zeit bringen wollen und da ist wohl noch eine Pause. Mal wieder. Und ja, das bedeutet, wir haben wieder wunderschöne Zeit, die wir zum Beispiel hier am Zeichenbrett bringen können. Also die guten alten High Flash und Smokes auf den A-Spot. Das hat dafür gesorgt, dass Neo anscheinend dachte, das wäre ein schneller, beziehungsweise ein schneller T-Mitte-Go oder irgendwas anderes. Zumindest, dass hier dieser Bereich frei ist. Dieser hier.
Da wollte er wahrscheinlich vorgehen. Vielleicht dann sogar eben durch. Wenn er gehört hätte, Popdog kommt auch was. Sonst hätte er vielleicht sogar bei Tier Mitte gehen können. Hat er freie Auswahl gehabt. So, er wird geholt hier. Babam. Dann einfach rausdüsen. Rausdüsen. Bombe legen, wie auch immer das war. Bombe legen. Und die Runde ist schon so gut wie gewonnen. Einfacher Fake. Ja, funktioniert. Da, ja, bisschen overcommitted vielleicht von Nostalgie. Dass er da so, ja, plötzlich dann, ja, Neo hat einfach einen falschen Schluss gezogen. Vielleicht hat er auch eine falsche Ansage gekriegt. Vielleicht hieß es, ja, die sind, machen gerade einen T-Mitte-Go. Und dann, okay, gut, ich smoke mich vor und dann, weg ist er. Das kann bei nicht so gut arbeitenden Teams auch schnell zu richtig fettem Streit führen. Wenn dann ungenaue Angaben kommen. Ja, wird dann weniger versucht, sich zusammenzusetzen und einen guten Konsens zu finden, wie man das in Zukunft löst. Sondern dann kann es auch mal passieren, dass da geflamed wird. Was er da für eine Scheiße ansagt, etc. Ich denke, das sollte jeder schon mal erlebt haben. Natürlich keiner außer mir, ja, wie immer. So, und jetzt wird es aber wohl wirklich ein Argo. Ne, also hat sie sicher nochmal Richtung B gecheckt. Kenny S. macht seinen Frag an der 6. Direkt am der Leiter. Jetzt, ja, muss eigentlich. Muss noch dagegen ein besseres Kreuzfeuer aufbauen. Sie stehen da nicht allzu gut. Kenny S. kann aber überleben. Kein einziger stirbt am Ende. Und diese Runde bringt noch dagegen wieder ein bisschen Luft hier. Aber ja, zu zweit an der T-Mitte. Auch mal nicht optimal auf jeden Fall. Das wird jetzt nochmal genau das gleiche. Mit dem B-Fake. Die Nate war besser von Neo. Die hat gut gesessen. Und da müssen einige aber richtig lange Smoke-Flash sein. Bis dahin sind schon mehrere rübergeschoben. Diesmal hat das Ergebnis weitaus besser gelöst. Apex mit einem ersten Shot-Headshot direkt wieder in die Smoke rein, auch wenn man da natürlich immer gern durchbratzt. 14 zu 11. Und Nostalgie ist jetzt wirklich so kurz davor, dieses Ding hier zu holen. Als Mixteam hingefahren. Dann ja nochmal kurzzeitig mussten sie da wechseln. Sonst wollten sie eigentlich mit Virtus Pro ein paar Virtus Pro Spielern anreisen. Dann schnell, ja, Apex und Kenny S mal angerufen, wahrscheinlich Overdrive. Oh, auf Kurzwahl einfach mal gedrückt. Und dann mal kurz Business Class oder First Class Tickets gebucht. Für die beiden. Oh, Navi. Navi wirkt jetzt ein bisschen so, als würden sie hoffen, dass Nostalgie einen Fehler macht. Dass sie sich irgendwo unsinnig zeigen. Und das, ja, das ist der Tars. Der ist wahrscheinlich einer der, die eher nicht das sein werden. Apex pusht mal hier Mitte vor. Kann den Frag machen. Auch Tars gegen die Leiter. Er hat noch viel AP. Das wird jetzt eigentlich ein Ding der Möglichkeit für die letzten beiden Starix und Senior. Für den letzten Starix. Schon Apex auf die. Ja, da war noch HP gehabt. Das kann dann aber vom Geld her, glaube ich, ziemlich egal sein. Pass. Last Frag für ihn. Diese Runde dritter. Und das 15 zu 11. Braucht Navi ziemlich lang zum Kaufen. Steht Starix jetzt noch an der Base? Ja, da hat man eine knappe Viertelminute gekostet. Okay, es ist während der Session schon KG durch. Macht den First Break gegen Senja. Und jetzt, was jetzt, Navi? Das ist wirklich mit dem Rücken zur Wand. Nostalgie steht hier schön schräg. Wir hätten dann nochmal sogar ganz Dev zur Sicherheit. Schnelles Schieben möglich, schnelles
Laufweg bzw. Lebenssave möglich. Und da ist wirklich sehr, sehr schwer, einen Frag zu erzielen, ohne gleich einen Refrag zu bekommen. Und gleichzeitig stehen die Mitspieler, die Spieler von Nostalgie doch dann noch ein bisschen auseinander. Also sind nicht so einfach im Set auszuhebeln. Jetzt gibt es wahrscheinlich einen A-Split von T-Mitte und von der Leiter. Da muss man kein Hellseher sein. Los geht's, Zeus schafft sich eine Waffe. Makelov auch. Ein Kill. So, wird auch refrakt. Jetzt ist es ein 2 gegen 2. Taz! Macht ihn nicht und Overdrive gegen Zeus. One on one. Bombe ist jetzt erst gepickt. Was der Gier hat. Ja, jetzt gerade alle Augen wahrscheinlich auf Overdrive und er hat, glaube ich, keine Smoke mehr. Und der hat ja wirklich Edward unter Druck setzen können. Zeus unter Druck setzen können und ja, Zeus hört alles. Wenn er jetzt einmal andiffusen wird, dann wird das nicht reichen. Und da ist ein bisschen Timing auch einfach schlecht gelaufen von Overdrive. Und da macht Zeus den Frag. Ich glaube, er dreht ein bisschen um den heißen Brei herum. Er hat noch zwei Flash, er hat einen 8. Dann hat er wohl wahrscheinlich gehofft, dass Zeus rechtzeitig saven will. Aber das macht eigentlich keinen wirklichen Sinn. Trotzdem ist noch genug Geld da. Für diese Runde auf jeden Fall. Vielleicht noch eine weitere. Nee. Overdrive hat gekauft. Muss er dann nochmal legen. Und dann Matchball 1. Von 4 schon mal nicht gemacht. Was macht Navi jetzt? Wir haben jetzt nicht viel geschafft in dieser Zeit, in der sie ja rumgestanden haben. Nostalgie hat sich nirgends gezeigt. Kein einziger HP bisher ging verloren. So, jetzt wird KG gepusht. Da steht Apex, macht 2. Und dann Makelov. Makelov und Zeus gegen 2, gegen Overdrive und Kenny. Kenny verschießt. Verschießt nochmal. Aber dann macht Overdrive hier den Safe für seinen Teammate. Oh, und Zeus, glaube ich, weiß jetzt, wo beide sind. Oh, und holt den ersten. War das richtig? Oh, und Zeus kann ich den Frag setzen, das hätte sonst gereicht. Damit Nostalgie 16 zu 12 gewinnen dieses Turnier tatsächlich als Mixteam. Kommen sie dahin und holen das Best of 3 2 zu 1 und freuen sich damit über das Preisgeld von 5000 Euro und einer Mad Cats. Jetzt muss ich selber mal schauen, was es dafür noch gibt. Wenn ihr auch schauen müsst, was es dafür gibt, dann gibt es ganz einfache Lösung. Da müssten wir erstmal unseren Browser löschen. Mal wieder. Und schauen wir mal, was es also gibt. 5000 Euro für hier die Jungs von... Ja, Jungs ist ja kein wirkliches Team von Nostalgie. 5000 Euro und 5x die Mad Cats Frag 5. Navi wird damit mit 3000 Euro nach Hause gehen und der 5x der Mad Cats Red 5. Anexis hat sich schon im Spiel gegen um Platz 3 durchgesetzt, hat 2000 Euro gesichert und 5x die Mad Cats Glide Nummer 5 oder Glide 5 damit ja für sich entschieden. Turnierbaum damit komplett, den können wir nochmal kurz anschauen. Also Navi hat im ja nur im Finale wirklich da die Map abgegeben. Nostalgie wiederum hat 2-1, 2-1 und 2-1 gewonnen.
Und diese 2-1 reichen natürlich letztendlich, wenn man es immer schafft, damit also Nostalgie um 5000 Euro reicher, beziehungsweise das Team wird natürlich das nochmal aufteilen, denke ich. Vielleicht kriegt es auch alles Overdrive, vertraglich geregelt, wer weiß. Und ja, das war's von heute dann also. Wer möchte, kann hier noch auf jeden Fall die Location checken. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wirklich wunderbare Location, mal ein paar Bilder. MTF hat da ein paar, ja, Schnappschüsse gemacht und reingestellt. Und falls ihr was verpasst habt, da kann ich euch natürlich sofort die VODs empfehlen. Und da haben wir von gestern noch das Match MTF gegen Right to World. Dann auf jeden Fall das Nostalgie gegen Anexis Match. Und natürlich auch das Finale ist sehr, sehr sehenswert. Auch eigentlich war jedes Match wirklich heute sehenswert. Nicht so eindeutig, wie es am Anfang hätte sein können. Aber tja, wer hätte das gedacht? Also, das Mixteam holt das alles. Und zudem gab es auch wohl eins der schnellsten EPS-Spiele in der Geschichte. Ich weiß nicht, in der Geschichte auf jeden Fall. Hat, ja, die Playing Ducks haben gegen NOD 16-1 gewonnen. Das hat wohl insgesamt 19 Minuten gedauert, weil ich sollte das ja und wollte es auch eigentlich übertragen. 19 Minuten hat das insgesamt gedauert, das Match. Das war also schon ein kleines bisschen überraschend, dass das so eindeutig und so schnell vorbeiging. Wenn ihr euch jetzt fragt natürlich, wann sind die nächsten Aufführungen, wann ist der nächste Cast, dann seid ihr hier perfekt aufgehoben. Einfach mal im Programmplan schauen. Dort haben wir dann den Event-Radar, was kommen für Broadcasts, was sind welche schon gewesen, welche kommen. Einmal dann dieser Event-Radar, naja, das ist hauptsächlich, sage ich mal, nur zum, ja, zum Überblick. Aber EPS wird auch noch sein und alles wird dann hier eingetragen werden. Ich denke, es sollte noch eine Abschlussnews zu dem ganzen Wettbewerb geben. Da könnt ihr einfach auf der Seite, sag ich mal, ein bisschen warten. Dann sollte da ein Update kommen. Ich von meiner Seite kann nur hoffen, es hat euch allen Spaß gemacht. Und wie immer noch einmal eine kleine Erinnerung. Ihr tut uns damit einen sehr großen Gefallen. Gute Sachen, schlechte Sachen, normale Sachen. Alles bitte einfach mal in die Heimtribüne, in den Stream, in die Stream-Feedbacks zu uns, von uns schreiben. Damit können wir einfach viel mehr mit dem Stream anfangen. Wir können viel mehr für euch tun. Und das sollte doch eigentlich im Interesse aller sein. Die Quote können wir uns doch auch nochmal anschauen, weil es so schön war. Also, Virtus Pro, nein, das war Shootmania. Die Quote liegt, beziehungsweise lag bei 77,36%, haben gedacht, na, wie holt es? Und die 22%, die auf Nostalgie getippt haben, Glückwunsch an euch, Glückwunsch an euch. Das war also die richtige Entscheidung, Nostalgie zu tippen. Aber jetzt kann ich euch nur sagen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende jetzt. Das erste Mal mit mir. Knochen war leider verhindert. Hoffe, dass alles zufriedenstellend war. Wie gesagt, Musik kann man jedem recht machen. Da kommt aber jetzt noch ein bisschen was Ausgewähltes von mir für euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Letzte Stunde vielleicht. Habt einen guten Start in die Woche. Kommt schön gut durch. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wie immer noch einmal EPS. Und dann, ja, ist das auch schon fast vorbei. Also, passt in der Woche noch auf, dass ihr keine Casts verpasst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein schönes Wochenende jetzt noch genießen werdet, dass ihr auch die nächste Woche gut anfangen und beenden könnt. Und dann, ja, wünsche ich euch bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein eine schöne Woche. Tschüss und bis bald.